Ich sage Ihnen, dass ich diese Armee in spätestens 8 Tagen brauchen werde. Und zwar dort, wo sie steht. In Kurland. Ich weiß, dass Sie, wie immer in den letzten Jahren, die durch den russischen Angriff hervorgerufene Situation als äußerst gefährlich bezeichnen. Um Sie zu beruhigen, meine Herren, ich habe diesen Angriff nicht nur erwartet, sondern ihn geradezu ersehnt. Marschieren die Russen nämlich endlich einmal auf Berlin, dann schließt sich hinter ihnen die Falle. Die 9. Armee schwenkt gegen Westen, Steiner stößt von Norden, wenkt von Süden auf sie zu. Es bleibt ihnen also nur mehr der Ausweg nach Nordosten. Und dort werden sie von der Kurlandarmee, die Sie, meine Herren, aufs Wasser schicken wollen, endgültig vernichtet. Es ist unmöglich, mein Führer, die Kurlandarmee weiterhin auf eine Distanz von 700 Kilometern durch Marine und Luftwaffe zu versorgen. Die Armee versorgt sich selbst. Sie ist eingekreist, mein Führer. Für Sie, Herr Jodl. Aber für mich bindet sie ein halbes Dutzend russische Armeen. Und wenn Sie